Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich mit euch ja noch einmal eine wirklich klassische Herbstdeko kreieren. Das kommt dann auf meinem Tisch und ja, also das wird wirklich so eine richtig schöne herbstliche Tischdeko. Hierfür habe ich vorbereitet ein paar Sachen und zwar Hortensienbälle in vielen verschiedenen Farben, also einmal in so einem ganz knalligen. Ich würde fast sagen, das ist Weinrot. Einmal hier so ein wunderschönes Apfelgrün, auch leicht eingefärbt mit Weinrot. Und einmal schon richtig eingetrocknetes Hortensiengrün. Das ist auch, denke ich mal, so eher Apfeltongrün. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und währenddessen wir dekorieren, sage ich euch, was ich so Schönes mitgebracht habe. Ich gehe also sehr, sehr häufig spazieren und komme so gut wie nie mit leeren Händen nach Hause. Und das wird bei mir alles eingearbeitet. Und ja, hierfür habe ich jetzt diesen wunderschönen großen Teller und wunderschön wenig Platz auf dem Tisch. Ich drücke mir das einmal ein wenig anders. So. Und so. Und denke, ich bin hiermit ein wenig besser im Bild. Was auf dem Tablett liegt, hole ich ja eh dort runter und dann seht ihr das, wenn ich das halt hier auf diesem Teller in Szene setze. Hier habe ich ein schönes durchgetrocknetes Stück Baumrinde. Das findet man zuhauf auf dem Boden oder wirklich recht locker, so richtig schön gelockert an den Bäumen. Und ganz in der Mitte setze ich ein Bindglas und bringe hierfür auch passend zu den Hortensienbüschen wunderschönes apfelgrünes Dekostreu ein. So, es kann ruhig eine kleine Menge sein. So, und passend dazu die Kerze. Auch hier habe ich ein Apfelgrün gewählt. Also ihr könnt natürlich schauen, was ihr da habt. Ich hatte diese jetzt tatsächlich auch noch zu Hause. Wie man sieht, sie war auch schon einmal ganz leicht im Gebrauch. So. Und jetzt gehe ich einfach her und positioniere meine Dinge, wohin ich sie haben möchte. Also es ist wirklich der Knaller an Farbe. Also wirklich richtig, richtig klasse. Mag das immer auch noch leiden, wenn da noch mal ein Blatt dran ist. Also es ist wirklich ganz frisch. Das wird natürlich alles im Laufe der Zeit richtig eintrocknen. Das bleibt dennoch recht frisch im Farbton, aber doch wird es halt recht fix eintrocknen. Aber dennoch sieht es immer recht schön aus. So, ein dieser Bälle hätten wir noch. Den positioniere ich hier hinten. Und ich habe auch wirklich mit Absicht solch große Bälle ausgesucht. Also man könnte natürlich jetzt auch dezenter ein wenig kleiner wählen, aber ich fand diese großen Bälle doch sehr passend, sehr hübsch. Jetzt habe ich hier einfach noch ein paar Blätter, die ich unterwegs aufgesammelt habe. Die lege ich hier und dort jetzt einmal drunter. Und ihr seht, wie fix das geht. Also es ist wirklich so fix schnell gemacht. Hier passend zu dem Farbton der Hortensienbälle habe ich hier noch künstlichen, ich denke mal so Maiskolben sollen das sein. Und die verteile ich mir auch einfach nur hier und da. Jetzt habe ich hier noch Makronen. Maron, glaube ich, heißen die. Heißen die Makronen oder Maron? Das sind Esskastanien. Und die lege ich auch. Die pieksen richtig wahnsinnig doll. Die lege ich auch einfach noch hier und da mit dazwischen. Und eigentlich ist die Deko jetzt fertig. Aber ich habe für euch jetzt noch ein kleines Highlight. Mein Tablett einmal hier rüber. Und zwar haben wir ja in einem meiner Videos schon einmal diese Blätter angefertigt. Und auch hierfür habe ich drei Stück vorbereitet und werde diese einfach nur hier mit einbringen, um wirklich nur einen ganz kleinen Farbton, oder es ist ja kein Farbton, um einfach nur ein ganz klein wenig Glanz mit einzubringen. Hiermit ist es jetzt geschehen. Also es ist wirklich nochmal so ein Eyecatcher da.
Und um den Glanzton noch einmal aufzugreifen, habe ich jetzt hier noch einmal einen Apfel, den lege ich hier mit zwischen. Und jetzt habe ich hier einfach nur eine Handvoll mit kleinen Eicheln, Bucheckern. Und auch die verteile ich mir reihum fix dazwischen. Und wie ihr seht, ich glaube, für diese Deko habe ich jetzt tatsächlich einen Spaziergang benötigt. Und ich glaube, wir zusammen hier jetzt gerade, 5 Minuten, mehr werden es kaum gewesen sein. Ich werde mir das Ganze auf dem Tisch stellen und dort drunter, auf dass es wirklich so richtig schön herbstlich ausschaut und warm, habe ich hier, und möchte betonen, es ist Kunstfell, kein echtes Fell, so ein Kunstfellteppich. Und wenn man diesen dort noch drunter legt, das gibt doch wirklich einen richtig kuschelwarm Wow-Effekt. Ja, also wie ihr seht, zacki zack, ist so eine wunderschöne Tischdeko fertig. Und ja, ich werde die Kerze noch hier anmachen. Ich werde es genießen. Und wenn es euch gefallen hat, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude damit. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jane.